Die aktuelle Zeitqualität. Warum verlassen gerade so viele Menschen die Erde? Vielleicht ist es dir auch aufgefallen, dass gerade im Augenblick sehr, sehr viele Menschen sterben. Sehr viele Seelen verlassen die Erde. Und da ich oft gefragt werde, was ich denke, woran das liegt, womit das zusammenhängt und was das zu bedeuten hat, auch für dich, egal ob du noch jung bist oder ob du in diesem Leben auch schon ein fortgeschrittenes Alter hast oder irgendwas dazwischen. Die Bedeutung ist für uns alle die gleiche. Denn die Erde hat sich verändert. Ich habe schon vor einiger Zeit ein Video dazu gemacht, dass die Erde sich verändert und dass sie nicht mehr so sein wird, wie sie war. Und das ist mittlerweile der Fall. Wir sind noch mitten im Umbruch. Viele Seelen spüren, dass das, was jetzt kommt, diese Zeitepoche, die sehr, sehr lange gedauert hat. Es gibt immer für die Seelen einen Abschnitt, einen Inkarnationsabschnitt, der ungefähr 30.000, 40.000 Jahre dauert. Da sind wir jetzt im Moment gerade mittendrin. Ja? Zu Atlantis gab es eben schon einmal so einen Umbruch. Das muss so ungefähr vor 12.000 Jahren gewesen sein. Da gab es die gleichen Klimaveränderungen wie jetzt. Die Menschen hatten technologisch einen Hochstand erreicht. Ich will das jetzt alles gar nicht mehr nochmal ausfüllen, weil ich das in einem anderen Video schon erklärt habe. Schau gerne einmal dir dieses Video in Ruhe an. Ich habe es dir hier verlinkt. Und viele Seelen, die jetzt weit genug sind von ihrer Seelenentwicklung, haben jetzt die Möglichkeit zu gehen. Nicht alle müssen diesen Zyklus hier beenden, denn das, was jetzt kommt, wird anders sein als alles, was wir je kannten. Ohnehin ist es so, dass sich diese alte Generation jetzt so nach und nach verabschiedet. Nicht alle gehen jetzt im Augenblick, nicht in diesem Jahr, im letzten sind ja auch einige gegangen. Natürlich gehen immer Menschen, aber ich spreche davon, dass ja im Moment die Sterbezahlen sehr, sehr hoch sind und es noch mehr Menschen gibt, die jetzt sterben. Also ganz ungewöhnlich. Über die Hintergründe, welche körperlichen Hintergründe da eine Rolle spielen, darauf möchte ich gar nicht eingehen. Mir geht es darum, was der spirituelle Hintergrund ist. Das, was uns jetzt erwartet, diese neue Zeit, sie wird ganz anders sein und sie wird von der Schwingungserhöhung immer höher werden. Es klingt vielleicht paradox, aber wir merken das daran, dass wir gerade genau gegenteilig das Gefühl haben, es würde manchmal schlimmer werden. Dann haben wir wieder den Eindruck, es wird besser. Beides ist richtig. Dadurch, dass die Schwingungserhöhung so hoch ist, kommen einfach bestimmte Muster ans Tageslicht, die du bisher vielleicht gut verdrängen konntest oder mit denen du bisher so haushalten konntest, dass du es selber nicht richtig wahrgenommen hast. Ja? Durch die Schwingungserhöhung hast du das Gefühl, du bist voller Energie oder aber total müde. Also es wirbelt dein System durcheinander. Auch das, was gerade passiert, verwirrt dich, weil alle alten Strukturen zerbrechen und es geschieht etwas, es entsteht etwas vollständig Neues, was auch immer das sein wird. Ich kenne viele Menschen, auch junge Menschen, die in dieser Zeit jetzt schon gegangen sind. Und ich kenne sehr viele Menschen. Ich werde oft gefragt, ich arbeite ja selber als spirituelle Seelenbegleiterin seit über 30 Jahren und ich werde immer wieder gefragt von meinen Klienten, die davon sprechen, obwohl sie eigentlich alles haben, um glücklich zu sein, trotzdem darüber nachdenken, zu gehen. Hier nicht mehr zu bleiben, weil sie einfach sagen, Nicole, diese Welt, wie sie jetzt im Moment ist, kann ich mir nicht mehr vorstellen, hier zu leben. Das ist normal. Also, dass wenn du eine reife Seele bist, dann ist es normal, dass du diese Gedanken hast. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt der Zeitpunkt ist, an dem du gehen solltest, wo du dich verabschieden solltest. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Du spürst das einfach. Du spürst einfach, dass das, was gerade passiert, für dein System so unbekannt ist,
dass es dir eine riesige Angst einjagt. Natürlich birgt jeder Umbruch Gefahren. Er birgt die Gefahr, dass das, was jetzt kommt, vielleicht für uns nicht mehr so angenehm ist wie zuvor. Aber das ist eine Illusion. Du kannst in dieser Zeit, jetzt im Augenblick, eine wunderschöne neue Realität für dich kreieren. Im Augenblick ist das vielleicht noch nicht so wahrnehmbar, weil alles ist gerade dabei, in einer Umwälzung sich zu verändern, und Umbruch ist immer unschön, weil es mit Chaos einhergeht, und wir Menschen lieben Chaos nicht. Ja, wir suchen die Ruhe, wir suchen das, was wir schon kennen. Wenn du also im Augenblick auch das Gefühl hast, häufiger, du solltest hier vielleicht von dieser Erde verschwinden, weil das hier nicht deine Originalheimat ist, und dass du das als Ruf empfindest, jetzt wirklich gehen zu sollen, dann halte inne, denn dieser Ruf ist nicht unbedingt der richtige. Für manche Menschen mag das der richtige Weg gewesen zu sein, sonst wären sie ja nicht gegangen. Denn nichts geschieht ohne Grund und nichts geschieht ohne unser Einverständnis. Und natürlich, es ist im Moment eine sehr herausfordernde Zeit, auch auf der menschlichen Ebene, weil wir etwas erleben, was wir so in dieser Form nicht kennen, wo Zusammenhalt zusammenbricht. Und andererseits erleben wir, dass wir Schöpfer sind und dass wir viel schneller manifestieren können, dass das, was wir wirklich wollen, das geschieht, aber auch das, was wir nicht wollen, geschieht, weil beides ist Teil der Manifestation, der Manifestationskraft. Halte inne und lass dich nicht durcheinander wirbeln. Im Augenblick findest du nur Halt in dir selbst. In einem Sturm findest du nur Halt im Auge des Sturms. Wenn du im Moment auch das Gefühl hast, dass du den Ruf fühlst, hier gehen zu müssen, halte inne. Es kann auch von der dunklen Seite sein, die dich prüft, ob du schon so weit bist, ob du an dich glaubst oder ob du dich so stark in Frage stellst, wie deine alten Muster dir das in der Vergangenheit schon vorgegeben haben, weil du immer das Gefühl hattest, du machst irgendetwas falsch. In einer Zeit, wo wir Chaos erleben, haben wir immer das Gefühl, dass es falsch ist. Und wir wissen ja auch nicht, wo die Reise hingeht. Aber ich kann dir sagen, dass nach diesem Chaos etwas kommt, was besser sein wird, wann immer das auch sein mag. Und wir, alle, die wir hier sind, mit einem spirituellen Hintergrund, die wir schon auch einen gewissen Level erreicht haben, einen spirituellen Level erreicht haben, der etwas höher ist, tragen dazu bei, dass das, was jetzt kommt, besser sein kann. Viele sprechen ja von einer neuen Erde, ja, dass die alte verschwindet und eine neue auftaucht. Ich sehe das auch so. Allerdings sehe ich das ein kleines bisschen anders. Also sie wird nicht parallel bestehen, weil natürlich es bestehen immer alle Realitäten parallel, ja, weil wir immer in einem Multiversum leben, in dem immer alles gleichzeitig stattfindet. Das war ja schon immer so und dann gab es schon immer eine alte und eine neue Welt. Davon ist ja aber auch nicht die Rede. Wenn die Menschen sagen, es entsteht eine neue Welt, meinen sie ja damit, dass wir alle hier von dieser Erde weggehen und auf eine andere Ebene gehen. In gewisser Weise sehe ich das auch so. Das ist im Moment im Umbruch. Aber wir werden schon hier dieses Leben leben. Wir werden uns einfach der Qualitäten, worauf es ankommt im Leben, bewusster werden. Also wir werden uns dem immer mehr klarer, dass es nicht darum geht, nur an sich selbst zu denken, sondern dass es ein großes Wir gibt. In uns gibt es dieses Wissen darüber, dass wir dieses große Wir pflegen sollten. Ja, ich will nicht von sollen sprechen, aber dass es eigentlich unserer Natur entspricht, im Miteinander, im Wir zu leben und nicht im Gegeneinander. Wir erleben im Moment ja sehr viel Gegeneinander. In dieser Zeit ist es sehr, sehr wichtig, dass du dir Menschen suchst, denen du vertraust,
die dir gut tun, du dich mit dir selbst beschäftigst, du meditierst, Achtsamkeit übst und darauf achtest, dass du nicht ausbrennst. Weil in dieser Zeit wird uns auch oft Energie geraubt, weil es gibt einen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Hell und Dunkel, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen einem parasitären System und einem schöpferischen System. Aber unsere Welt war schon immer dual und polar. Wir durchlaufen eben Phasen, wo wir das mal mehr, mal weniger spüren, dass wir an irgendeiner Stelle sind. Wenn du in deiner Mitte bleibst und Halt in dir selbst findest, dich selbst liebst, mit dir gut achtsam umgehst und Menschen meidest, die nicht in der Lage sind, ein Wir zu pflegen, eine gesunde, liebevolle, empathische Kommunikation zu pflegen, halte dich von diesen Menschen fern. Sie saugen dir nur Energie ab. Ja, ich habe auch mal ein Video gemacht über die Zeichen toxischer Menschen. Schau es dir gerne an. Ich verlinke es dir ebenfalls hier oben. Gib auf dich Acht und bleib bei dir. Du kannst jetzt in dieser Zeit unglaublich wachsen und du kannst dein göttliches Wesen leben, das viele, viele, viele Persönlichkeiten hat, das nicht nur eins ist, sondern viele. Wir sind alle in uns, nicht nur eine Person. Wir sind viele. Man hat uns gesagt, sei so und so, weil man uns so haben wollte und dann haben wir uns so angepasst. Aber wir sind nicht nur eine Person. In uns lebt die Vielfältigkeit der Schöpfung. Ich bin du und du bist ich. Und du bist jeder andere. Du musst das nicht alles ausleben, das meine ich nicht. Aber zu spüren, dass in dir alles ist und dass die Begrenzung Teil der Illusion ist, das ist der Weg. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein wenig helfen, zu verstehen, warum im Moment so viele Menschen die Erde verlassen und was das bedeutet für dich und für alle anderen Menschen. Und vielleicht kennst du auch jemanden, der sich diese Frage auch stellt, dann teile dieses Video gerne. Denn vielleicht kannst du dieser Person damit helfen, wieder mehr Halt in sich selbst zu finden. Kennst du eigentlich schon mein E-Book mit den 9 goldenen Regeln der Selbstliebe? Da erkläre ich, wie du wirklich auf eine wundervolle Art Selbstfürsorge betreiben kannst, dich besser abgrenzt und schützt. Lad es dir gerne herunter. Ich habe es dir hier in die Videobeschreibung gelegt. Du kannst es dir kostenlos im Augenblick herunterladen. Ja, und wenn dich interessiert, welche typischen Probleme alte Seelen haben und wie du sie löst, dann bleib dran, denn ich habe dir das Video direkt hier im Anschluss verlinkt.